Hey Leute, was geht? Ketter begrüßt euch zu Paranormal. So, ich wollte jetzt schnell aus dem Titelscreen raus, weil wir sonst in der Demo reingeworfen werden. Da hatte ich jetzt keine Lust drauf. Wir zocken die unverkürzte Version, nämlich Option 1. It's Friday, July 1st, 2011. Hello, my name is Mattel Clark. I'm an artist, and I've come to believe that my house is haunted. Lately, things have been going bump in the night. A lot. So, I've set up cameras around my studio, and I've got one here, and I've started recording things to try and prove to people that I'm not going crazy. This is the studio. This is where the magic happens. Don't mind the posing mannequins. I pick those up at Amazon. They help me visualize the 3D space when I'm working on my sculptures. There's some works in progress over there on the mat. Hopefully something will happen here in a second. Really trying to show that this is real and that I'm not trying to get famous on the internet. Okay. Tja, da ist auch schon unsere erste unheimliche Sache passiert. Hallo. Kann ich damit was machen? Nö, ne? Schade. Tja, er will also nicht berühmt werden damit. Ich glaube, damit wird er auch eher berüchtigt mit diesem Tape. Und er konnte es sich nicht nehmen lassen, gerade nochmal Amazon zu erwähnen. Immer diese Product Placements. Ich will gar nicht wissen, was die dem Entwickler dafür bezahlt haben. Na, was können wir denn Schönes machen? Gar nichts. Das ist ja schon mal toll. Geht hier irgendwas? Unsere Einkäufe! Milch! Das erinnert mich an Postal 2. Keine Ahnung, was das sein soll und eine Banane. Na, ist schon irgendwas fertig? Nein, natürlich nicht. Boah, wenn ich so einen nervig lauten Kühlschrank hätte, ne? Ich glaube, ich würde ausrasten nach einer. Nach einiger Zeit. Ich glaube, da gibt es jetzt noch ganz andere Gründe für. Wenigstens ist es noch nicht im Haus. Alter, was ist los mit dem Typen? Ist der 1,20 Meter groß oder was? Und die Stühle sehen auch komisch aus. Ich fühle mich wie so ein Kind. Ja, hochspringen geht leider nicht. Ey, das kann doch nicht wahr sein. Oder sind die Fenster einfach nur doof angesetzt? Ich weiß es nicht. Kann euch leider nichts bestätigen. Aus dem Weg, aus dem Weg. Aha, dann gehe ich eben hier lang. Arschloch. Ach ja, die freundliche Nachbarschaft. Ihr seid die coolsten Nachbarn auf der Welt. Ich werf den Stein sogar zurück, weil ich so nett bin. Hoffentlich treffe ich irgendwen. Scheint nicht gerade freundlich zu sein hier draußen. Hey, ein Knochen! Und ein Fass aus Half-Life 2 oder so. Erstmal hier schön Licht anmachen. Rest in peace, boy. Oh, unser Hund ist gestorben. In dem Spiel. Das ist ja tragisch. Ich weiß nicht, woran der gestorben ist, aber es scheint auf jeden Fall schlimm zu sein. Jetzt verstehe ich gerade gar nichts mehr. Hier draußen ist es noch gefährlicher als drin. Wobei drinnen kann man auch sehr gut verrecken. Da gibt es diverse Möglichkeiten für. Zum Beispiel, das kann ich euch gleich sagen, was müssen wir überhaupt erledigen? To do, finish Atlas, fix Basement Lock, fix Screen Door Jam, clean car, put groceries away, take a bath, Google Home History, trash dog food, watch TV. Sleep the day away, sleep the day away, sleep the fucking day away. Okay, nicht gleich aufregen, Alter. Wir haben hier hin und wieder mal das kleine Problemchen. Dazu werden wir noch kommen. Nee. Kann ich das nehmen? Nee, ne? Ich habe was auf dem Dachboden gehört. Ich will da nicht hoch, aber ich glaube, wir müssen, sonst verteufelt ihr mich. Hey, das ist voll langweilig, das Let's Play. Okay, gut, dann gehen wir jetzt hier hoch. Die Nüsse muss ich mir jetzt einfach mal zusammensuchen, das zu tun. Uah. Ja, das bringt jetzt auch einiges. Hier oben ist sehr viel zerstört.
Irgendwie fühle ich mich hier gerade voll wohl. Ich weiß nicht wieso, aber echt chillig. Und ist das jetzt eigentlich ein Dachboden? Weil es geht ja so an sich eine Treppe nach oben im Haus. Und hier geht nochmal eine Leiter nach oben. Ich brech mir jetzt erstmal die Knochen. Geht das? Ich habe doch gerade gehört, dass man sich die irgendwie fast schon verstaucht hat. Sag ich jetzt mal vorsichtig. Ich hab Angst. Gibt's hier irgendwas Schönes? Nein. Alles nur so unnötige Sachen. Kann man das wenigstens durch die Gegend treten? Nee. Verdammt. Ja doch, Dachboden, Attic. Und ich dachte jetzt schon. Es kann übrigens sein, dass in dem Raum, in dem wir uns gerade hier befinden, ab einer bestimmten Zeit so ein Geist, irgendwie Dämon, Geist, keine Ahnung, was das genau sein soll. Sieht auf jeden Fall weiblich aus, das weiß ich noch. Das kann sein, dass dieses Ding hier spawnt und dann haben wir extreme Probleme, weil zu diesem Zeitpunkt können wir dann einfach mal gar nicht mehr weg. Absolut gar nicht mehr weg. Great, the battery's low. Well, I can at least charge it by my bed when I'm sleeping tonight. Okay. Batterie wird langsam leer. Können wir hier irgendwas einsammeln? Es gibt doch so Collectibles. Oh nein, jetzt kommt gerade was ins Bild. Bitte nicht. Yeah. Das Spiel ist verbesserungswürdig. Ja, ist doch gut jetzt. Also auf jeden Fall absolut verbesserungswürdig, das Spiel. Bitte Musik. Musik. Hallo, Musik. Ich will Musik hören. Danger. Okay, erstmal gegentreten. Nö, in der Garage gibt's soweit nix. Hey, du Lappen. Hey, du Lappen, komm mal her hier. Ich wusste nicht, dass man mit SDRG jetzt auch hier die Lampe anmachen kann. Oh, Kanister, den brauche ich für The Long Dark, sonst verrecke ich da wieder. In der Dunkelheit. Ich traue mich irgendwie gar nicht nach oben jetzt. Der Fleck ist, ja, sehr schön. Bin auf jeden Fall zuversichtlich. Hey, wir haben was gefunden. Das ist ein Collectible. Es geht eigentlich darum, die alle zu finden, irgendwie im Verlauf des Spiels. Was mit den Aufgaben ist, habe ich persönlich auch noch nie richtig gecheckt. Also es geht angeblich bei den Aufgaben darum. Moment. Ich muss mich jetzt mal kurz hier konzentrieren. Bei den Aufgaben geht es dann angeblich halt, ja. Also die Aufgaben in dem Spiel sind die, die auf dem Whiteboard stehen. Aber ich kann mir nicht so wirklich vorstellen, dass wir die auch alle machen müssen. Weil das doch noch ein bisschen schwer sein könnte. Unser Ouija-Brett. Nein, das versuche ich jetzt nicht mehr. Wir gehen erstmal schlafen. Gute Nacht. Mal gucken, was in der Nacht passiert. Ich hoffe, euch gefällt übrigens die Facecam, so wie ich die. Also die Geister zeigen sich heute äußerst angriffslustig. Ich glaube sogar eher schon, dass das Dämonen sind, weil Geister würden niemals so aggressiv reagieren, ohne dass man irgendwas gemacht hat. Kann ich mir jedenfalls nicht vorstellen. Ah, Kamera ist wieder aufgeladen. Kann man hier irgendwas klauen? Hey, der Fisch war auch noch ein Collectible. Okay. Habe ich jetzt als erstes gar nicht so erkannt. Tja. Dann würde ich sagen, erstmal mit dem Ouija-Brett eine Runde spielen, ne? Let's play Ouija. Hallo? Nein! Ernsthaft? Einmal bitte Tür zu. Danke, sonst wird die Action hier noch zu spannend. Darf ich dann jetzt bitte eine Runde spielen? 12, 12, 12, 12, 12, 12. D, 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 D. Oh. Ja, ich habe richtig geraten. Oh, jetzt kriege ich einen Keks. Oder nicht? Ich soll sterben? War hier nicht irgendwie immer so ein Tresor? Den haben sie auch weggemacht. Warum? Oder ist der hier? Nee. Hier gab es doch immer so einen Tresor. Der hatte eine bestimmte Kombination, die habe ich aber nie irgendwie rauskriegen können. Oh nein, die Szene kenne ich. Die Szene ist scheiße, scheiße unheimlich.
Ihr bleibt bitte draußen, wenn ich kacken gehe, danke. Ich glaube, wir haben jetzt schon wieder verschissen. Hallo, ich möchte... Okay, egal. Oh Gott, die Spiegeleffekte sehen ja schrecklich aus. Muss man nicht irgendwie eine gewisse Zeit in den Spiegel gucken, damit das klappt, oder? Oder hier? Nee, ich weiß nicht. Ich weiß gerade echt nicht. Oder müssen wir die Seife aufheben? Ich fühle mich irgendwie in dem Badezimmer hier nicht ganz wohl. Das hat natürlich auch seine Gründe. Na, Collectibles, komm schon, irgendwas. Irgendwas zum Einsammeln, irgendwas Schönes. Ey, Scheißtür, schieb mich nicht einfach weg. Das ist gemein, das ist asozial. Hallo? Hallo, ist hier irgendwer? Irgendein Kevin oder so? Hm, nee, ne? Euer Ernst? Es geht wieder die Treppe runter. Jetzt wird's wieder lustig. Also wir müssen einfach nur hier rumlatschen und uns diese paranormalen Effekte zu eigen machen. Schlüssel liegen hier rum, aber kannst du natürlich nicht aufsammeln, weil das wäre ja zu schön, um wahr zu sein. Sag nicht, dass die Alte schon hier drin steht. Dann haben wir ein Problem. Nee. Okay, die sind wir fürs erste Mal los. Jetzt juckt mir schon wieder alles. Ach Leute, das wird unheimlich. Das wird unheimlich, wenn das passiert, was ich noch kenne. Ich mach's extra mal ein bisschen leiser, damit ich hier nicht losschrei gleich. Bitte einmal aus. Ausschalten. Hallo? Nix hört auf mich. Nö, Enter ist auch nicht. Ist ja voll scheiße. Okay. Alles so unheimlich. Ja, ist gut. Mann, welcher Hurensohn ruft mich an? Oh, oh, hallo Oma. Hey, I just got off the phone with Kyle. He said you were having trouble with your house or something. Is everything okay? Nö. You mean Kyle was actually concerned? No. Kyle was complaining like he usually does. Don't take it personally, though. Kyle's never lost a pet. I don't think he's ever had a pet. Right. Corey was a good dog, and finding him the way you did? Well, it's no wonder you'd be stressed out. Yeah. Anyway, Kyle and Heather and I are meeting up at Gringo's later tonight if you want to come along. I don't know, Abby. I'm a little tired. All right. Well, if you change your mind... I'll keep it in mind. Bye. See you around, Abby. Auf Wiedersehen. Kann ich mich dann jetzt wieder frei bewegen? Ey! Oh, das geht wieder. Cool. Ich dachte schon, wir sind hier für die Ewigkeit gefangen. Nö, ne? Ich mach mal extra schön leise. Ich weiß, wenn man zu den Fässern hier guckt, dann kann etwas kommen. Da erinnere ich mich noch dran, das war 2013? Ja. Hey, ist das ein Collectible? Nee, ne? Schade. Boah, ich piss mich so ein, wenn das wieder passiert. Nö, ist soweit alles in Ordnung. Also das wird wohl eher nicht vor unserer Nase auftauchen. Das wäre jetzt aber auch heftig gewesen. Sehr heftig. Ich drehe mal wieder auf. Nur so zur Sicherheit, damit wir nichts verpassen. Gut, ein zweites Mal auf dem Dachboden kann ja nicht schaden. Gibt's hier noch irgendwas Schönes zum Sammeln? Hä? Hundefutter müssen wir entsorgen. Aber im Leben doch nicht so, oder? Na, ich weiß nicht. Gehen wir mal nach oben. Scheiße, es wird wieder so unheimlich. Ich weiß gar nicht, wie lange das gehen wird. Bin aber mal sehr gespannt. Wieder hier oben und wieder passiert gar nichts. Außer hin und wieder ein paar Geräuschen. Aber davon lasse ich mich jetzt hier nicht beeindrucken. Auf gar keinen Fall. Das könnt ihr knicken. Es geht wieder runter. Ohohoho. Jetzt direkt irgend so ein Vieh ins Gesicht blicken. Das wäre unheimlich. Vor allen Dingen muss ich irgendwie pissen. Und jetzt ist das gerade relativ ungelegen.
Graveyard Shift, okay. Oh, es gibt wieder Musik. Es gibt wieder Musik. Nee. Lass mich in Ruhe, wer auch immer du bist. Jetzt kommt erstmal voll der geile Rap wahrscheinlich. Voll der geile Rap-Text. Ich kann mich noch dran erinnern, dass es irgendwie so ein Instrumental war. Darf ich das nicht mal zumachen, das Türchen? Na gut, dann eben nicht. Ach, dann leck mich doch fett. Er stirbt schon fast wieder, nur weil er einen Schritt nach vorne macht. Ach ja, ich will nicht wissen, wer sich da gerade in der Karre eindübelt. Ist wahrscheinlich Shorty. Übrigens, das war eine Anspielung auf Scary Movie. Ja, jetzt? Yeah. Ah, Ketta MC. Ketta MC, Ketta Sovini. Das Problem ist, wenn die Kamera stirbt, bevor wir oben sind, dann haben wir echt ein Problem. Aber ich will hier auch nicht rennen. Study, study, study. Chabuk, 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 chabuk. Chabuk, chabuk, chabuk. Los, du machst das. Oh, wir haben es rechtzeitig geschafft. Gott sei Dank. Jetzt kommt bestimmt wieder was Unheimliches. Nö, tatsächlich, gerade passiert mal nichts. Das ist auch voll die miese Anspielung auf, wie hieß das nochmal? Paranormal Activity. Ich meine, das Spiel, das heißt Paranormal und man sieht dann hier auch noch solche Kameras. Irgendwas kommt die Treppe hoch. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Gar nicht, gar nicht, gar nicht. Okay. Wer auch immer uns hier besuchen wollte, er ist uns nicht gerade wohlgesonnen. Gar nicht. Das kann ich bezeugen. Was können wir denn hier neben Medikamenten noch Schönes nehmen? Nichts. Warum geht die Wanne nicht? Muss ich erst die Seife aufheben oder wo ist das Problem? Ah ja, jetzt passiert's wieder. Es passiert sowas von. Überall kommt Blut raus. Überall kommt Blut raus. Blut, Blut, Blut. Warum hast du uns dieses Spiel so sehr? Was steht da? 2, 4, 5 oder was? Ich weiß nicht, was das jetzt bringt. Moment. Vielleicht ist das die Kombination. 2, 4, 5. Gibt's jetzt hier einen Tresor oder nicht? Ja, ist jetzt gut. Ich hab's gecheckt. Hm. Licht. Licht, Licht, Licht. Oh oh. Leute, jetzt habe ich echt Angst. Kommt hier wahrscheinlich noch irgendwas angeschwommen gleich. 2, 4, 5. Okay. Hier gibt es auf jeden Fall einen Tresor und ich weiß nicht mehr, wo der steht. Beziehungsweise haben sie den irgendwie rausgenommen oder so. Keine Ahnung, warum. Ich wäre aber mal sehr gespannt gewesen, reinzuschauen. Oh. Hallo, das ist anscheinend unser Hund. Unser toter Hund wurde wieder ausgegraben. Ja, einmal kurz drüber laufen, dann ist wieder gut. Was will das Ouija-Board denn Schönes? Können wir die Alte jetzt endlich beschwören? L. E. Le. Lesbisch. Lieder. Führer. Leave. Ach so, leave. Ha, ja, okay. Dann muss ich das Ding einfach mit der Hand so auf No bewegen. Okay, erstmal schön den Geist erzürnen, so gehört sich das. Wer auch immer sich dieses Spiel ausgedacht hat, muss echt lustig drauf sein. Aus dem Weg. Sch, sch. Hallo, aus dem Weg. Ich check einfach nicht, wo dieses Viech ewig lang läuft. Nein! Sie visualisiert sich. Sie visualisiert sich! Nein, du kannst weggehen. Ich kann mich nicht bewegen. Du darfst, wenn du willst, gerne weggehen. Lichter! Oh!
Ich glaube, die steht jetzt hier irgendwo und wartet auf uns. Ja, ich werde dieses Spiel gleich erstmal wieder von der Platte schmeißen. Ich habe doch gesehen, das schwebt. Das Ding schwebt. Das schwebt. Ja, du kannst gerne den Fernseher kaputt machen, wenn du willst. Tu dir keinen Zwang an. Hallo. Ich sagte, tu dir keinen Zwang an. Die steht doch 100% hier irgendwo. Oh, oh, oh. Warum habe ich die so wütend gemacht? Ich habe doch gar nichts getan. Wirklich. Gar nichts. Was? Ach so, das. Oh. Ich dachte jetzt schon, es wäre was Ernstes. Na? Die ist ja immer noch nicht hier. Ich sollte vielleicht nicht auf den Dachboden gehen, aber ich muss es einfach schon wieder tun. Ich bin einfach so einer. Es muss einfach sein. Nö, hier gibt's wieder nichts. Gut, ab nach unten. Boah, ich bin froh, wenn wir das endlich durchhaben. Dann kann ich auf Klo gehen. Da gehe ich jetzt aber nicht wieder hoch. Das kannst du schön knicken, Kollege. Was ist das denn? Mann, warum ist die ganze Bude hier verschmiert? Den ganzen Scheiß kannst du alleine sauber machen. Fotze, ey. Ja, mal ehrlich, ey. Nur weil die tot ist und ein Geist, das ist keine Entschuldigung dafür, sich wie eine blöde Schlampe zu benehmen. Back in Sweden? Lights keep flickering, the banging noises won't let up, the doors keep slamming, Marcus is angry. September 7th, 1984. I wish he would kill me already. Kill the baby, I don't even care, just stop the pain. I hate him, I hate you, Marcus, I hate you. Okay. What the hell was going on in here? Ich habe auch echt keine Ahnung, was hier passiert. Aber das war so episch, als gerade kam, the doors keep slamming. Und gerade in dem Moment ist genau das passiert. Ich würde sagen, wir machen... What the fuck? Was war das? Alter! Übrigens, ich glaube, das wird der einzige Part bleiben. Der wird zwar vielleicht etwas länger, aber... Es passieren ja immer ungefähr dieselben Sachen. Zwar neue, aber es passiert immer ungefähr dasselbe und ich habe Paranormal ja auch schon aufgenommen und die meisten, die jetzt rumheulen, dass es nur einen Part gibt, schaut euch einfach die alten an, die hat auch noch nicht jeder gesehen. Würde ich mich drüber freuen. Und unser braver Hund, der ist immer noch hier. Guter Junge. Also an irgendeinem Tag sterben wir. Das ist klar. An irgendeinem Tag werden wir sowas von drauf gehen. Und ich kann nicht abbrechen zwischendurch. Das ist voll scheiße. Es ist mal wieder arschdunkel und wir checken gar nichts. Sie ist schon wieder da. Ich glaube, sie visualisiert sich immer mehr. Das kann gefährlich werden. July 3, 2011. Oh, wir haben den letzten Tag erreicht. Don't sleep. Das heißt, wenn wir jetzt schlafen gehen, dann sind wir quasi tot. Ja, letzter Tag. Es ist nur noch heute. Ich bleib lieber draußen. Scheiße. Warum müssen ewig so unheimliche Dinge okay. Was ist das?
Alter, das ist ja heftiger als jemals zuvor. Warum ist dieses Spiel auf einmal so unheimlich? Das war doch sonst auch nicht so schlimm. Habe ich da nicht gerade noch eine Zeichnung gesehen von irgendeinem Typen? Hä? Wo ist das denn jetzt hin? Oh Mann, einer dieser Räume ist auf jeden Fall verflucht ohne Ende. The Pipes. Hier ist es nicht, das Ding. Ich weiß einfach nicht, was das ist. Ey, beim besten Willen, ich kriege hier gerade richtig Schiss. House is evil. Da erzählst du mir nichts Neues. Nein. Nein. Okay, das ist dieses Ding. Wenn wir uns dem nähern, sind wir automatisch tot. Ich will dem Ding aber auch nicht den Rücken zukehren. Habe ich nur das Gefühl oder hat sich das gerade... Verdammte Scheiße, was soll das? Ich weiß es noch genau, ich hab's euch gerade noch gesagt. Am Anfang des Videos. Ich hab euch am Anfang des Videos noch gesagt, genau an der Stelle hier wird irgendwo was spawnen. Ich wusste es, aber ich hab mich trotzdem mega erschrocken. Verdammte Scheiße, jetzt juckt mir auch noch meine Achselhöhle hier, geht gar nicht. Ich bin mal gespannt, was hier draußen noch Schönes passiert. Also das Grab müsste jetzt eigentlich mittlerweile offen sein, weil der Hund ja oben rumliegt. Ich frage mich auch, warum der Typ diesen scheiß Hund nicht einfach wegräumt. Ich meine, wer will denn seinen scheiß toten... Wer will denn seinen scheiß toten Hund bei sich vorm Bett liegen haben? Ich komme nicht rein! Ohne Scheiß, wenn ich der Typ wäre, würde ich direkt über den Zaun klettern und für den Rest meines Lebens verschwinden. Und wenn ich auf der Straße leben muss, ist scheißegal. Hauptsache, man kommt hier weg. Ja, haben wir's dann mal. Darf ich rein? Bitte. Oh, das Fenster wäre eine Idee. Bitte lass mich rein. Ich werd nass, es regnet, lass mich rein. Oh. So, und jetzt bleib du draußen. Ja. Sehr einleuchtend. Wir waren jetzt quasi fast schon wieder überall. Ich höre wieder die ganze Zeit diese Geräusche. So, jetzt bitte. Nochmal. Ah. Ketter MC vom größten Herzen. Yeah, jetzt kommt mein Intro. Ah. Oder auch nicht. Ist das gar kein Rap-Track? Okay, schade. Ah, diese Musik. Man kann es wirklich genießen. Ich will mich als erstes, wenn ich die Aufnahme fertig habe, selber mal sehen, wie ich mich erschrocken habe, die eine Stelle da. Bin mal gespannt, wie schön das aussieht. Bestimmt richtig... Alter, was ist denn mit der Kamera? No stop. Okay. Er hat natürlich Angst, wieder schlafen zu gehen, kann ich verstehen. Wenn man jetzt schlafen geht, ja, das ist kein großer Spoiler, das weiß mittlerweile auch jeder, dann ist man tot. Ich wollte es aber einfach mal für euch spielen, nur um Spaß zu haben mit diesem Spiel. Ab ins Badezimmer, wollte ich gerade sagen. Okay. Was können wir denn auf dem Ouija-Brett spielen? Don't sleep. Ja, das weiß ich selber. M und M's oder was? Die kann man übrigens auch alphabetisch sortieren, aber nur, wenn man Kevin heißt. Markus. Oder? Ich hab's richtig geraten. Oh Gott, ich krieg wieder einen Keks. Ist ja geil. Und ein eigenes Ouija-Brett. Mama, Mama, ich hab mein eigenes Ouija-Brett. Ah, pack das aus dem Haus raus. Schnell. 2, 4, 5. Wo ist dieser Scheiß-Tresor eigentlich? Ja, hatte wohl jemand seine Tage. Aber wohl etwas zu heftig. Naja.
Zum Glück gibt's ja extra für kurz nach der Schwangerschaft so extra Tampons, die sind besonders saugfähig. Habe ich jedenfalls gehört. Ich bin keine Frau, aber ich hab's gehört. Wegen einer Mitschülerin. Die muss die irgendwie. Also ohne Scheiß, das wurde mir mal erzählt, dass eine Mitschülerin so diese Spezialtampons, die für nach der Schwangerschaft direkt sind, weil die Blutungen da ein bisschen stärker sind, dass die diese Tampons, sagen wir mal, benutzt, aber grundsätzlich, weil die so viel verliert an Blut einfach, aber das tat mir dann irgendwie auch leid und ich fand das kaum lustig, aber die anderen fanden es irgendwie lustig und ich konnte mich da nicht ganz anschließen. Nee. Yeah, turn up the lights on, oder so ähnlich. Tja, uns bleibt keine Wahl, wir werden sterben, wenn wir nicht schlafen gehen, wir werden auch sterben, wenn wir schlafen gehen, gute Nacht. Never sleep again. Was wird passieren in dieser Nacht? Bitte lass uns nicht sterben. Ich will noch länger in diesem Haus leben. Es macht so viel Spaß. Eigentlich gar nicht, aber egal. Ich blicke gebannt aufs Fenster unten, aber da passiert irgendwie gerade gar nichts. Wir sind sowas von tot. Wir sind tot. Oder wie manche Engländer gerne sagen, oder Amis. We are toast. I am so what from that. Komm ich hier weg? Nö. Ich bin aber nicht tot. Ich bin gar nicht tot. Wirklich. Ich verdrück mich jetzt. Tschüss. Tschüss. Hä? Wieso bin ich jetzt tot? Warum? Den Sinn muss man mir erstmal erklären. Tja, Leute. Wir sind durch mit Paranormal. Das war ein neuer Testanlauf. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Hat nicht unbedingt so viel gebracht, aber... Meine Güte. Ist auch egal. Leute, danke fürs Zuschauen. Euer Ketter sagt Cheerio und wir sehen uns bei irgendeinem anderen Spiel wieder, das hoffentlich mehr Spaß macht als Paranormal. Haut rein, tschüss. Kurz noch einen Schluck trinken, das muss noch mit rein. So, erstmal wieder fleißig Spielzeit gesammelt. Tschüss. Ich mag dieses Spiel nicht. Ich werde es auch erst wieder aufnehmen, wenn es in Unreal Engine 4 raus ist, weil es passiert einfach nichts Neues. Na gut, schon, dieses Mal sehr viel. Es war unheimlicher als jemals zuvor. Ich geb's zu. Ja. Okay, gut, dann ist jetzt in Ordnung. Ich freue mich auf Unreal Engine 4, beziehungsweise also, wenn das Spiel in dieser Engine rauskommt. Oder geremaked wird wohl eher. Bis dahin, haltet die Ohren steif. Und die Augen offen. Achtet darauf, dass dieses Projekt weitergehen kann, wenn es soweit ist. Informiert mich, wenn diese Version raus ist. Ich werde es erstmal deinstallieren. Und ja, wünsche euch noch einen wunderschönen, welchen Wochentag haben wir heute? Ich muss es echt nachgucken, ist traurig. Mittwoch, den 27. Mai. Ja, den wünsche ich euch heute noch, den schönen Tag. Werdet ihr dann wahrscheinlich eh nicht sehen heute, aber irgendwann bei Gelegenheit. Also in dem Sinne, tschüss, haut rein.